Ungefähr 15.000 Menschen sterben in deutschen Krankenhäusern jedes Jahr an resistenten Keimen. Wir züchten alle resistente Keime selbst, wenn wir Antibiotika falsch nehmen. Eine Organisation kümmert sich jetzt drum, andere sicher auch. Aber die Malteser besonders. Sie sind eine katholische internationale Hilfsorganisation mit 50.000 Ehrenamtlichen und 30.000 Profis im deutschen Sozialsystem, auch einigen hunderten Ärzten in 5 Krankenhäusern. Und die bekommen jetzt ein Web-based Training, das sie daran erinnert, was sie natürlich als Erste schon wissen, aber sie werden daran erinnert, wie wirksam das ist und wie entscheidend das ist und dass man das auch den Patienten vielleicht mal verklickern sollte, wie man Antibiotika richtig einsetzt und wann man sie vielleicht weglässt. Diese Applikation ist jetzt erstmal für die Ärzte der Malteser Krankenhäuser. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie super weiterverkauft wird und irgendwann alle Ärzte in allen Krankenhäusern das nochmal zur Erinnerung bekommen, Antibiotika richtig einzusetzen, damit wir nicht noch mehr resistente Keime züchten. Und deswegen geht der E-Learning Award in der Kategorie Web-Based Training an Matthias Gradinger von der Malteser Akademie und Anne Mindrup von Qualitus. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Kommt bitte zu mir hier vorne an die Bühne. Dann können wir noch einen kleinen. Können Sie gerne. Ja, WBT ist natürlich die verbreitetste Methode von E-Learning. E-Learning ist ja dreierlei. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie ich didaktisch Methoden mischen kann. Ihr habt es aufs Treppchen geschafft, gerade bei dieser Kategorie, wo es sehr, sehr viele Einreichungen halt gibt. Meine erste Frage an den Malteser. Ihr seid 51.000 ehrenamtliche Mitarbeiter, 31.000 Hauptamtliche, haben wir gerade eben gelernt. Wie groß ist die Lernzielgruppe, die euer Projekt jetzt betrifft? Das sind die Ärzte in den 10 Malteser Krankenhäusern und ich würde sagen, es handelt sich ungefähr um 1.000 Lerner und Lernerinnen. Wie sah die Schulung aus, bevor es dieses Projekt gab? Es gab dieses Projekt, also vorher gab es gar keine Schulung. Es ist gewissermaßen ein integrierter Bestandteil von Antibiotic Stewardship. Das ist eine Methode kollegialer Beratung unter Ärzten, die im Team zusammenarbeiten. Einige sind besonders fit, also sie haben sich fit gemacht in Antibiotika-Anwendungen, auch in komplexen Situationen und führen quasi ganz kurze kollegiale Flurgespräche ein oder auch intensivere Konferenzen, je nachdem wie komplex der Fall ist, um das Wissen zum Thema korrekte Antibiotika-Anwendung schnell untereinander zu teilen und insgesamt auch dann fitter zu werden, um Patienten das Richtige mitzugeben. Sie sind von Qualitus als Projektpartner eingebunden in dieses Projekt. Wie viel Zeit muss ich aufwenden als Lerner, um dieses digitale Lernangebot durchzuarbeiten? Ja, das war auch gleichzeitig eine Herausforderung. Wir haben jetzt ein erstes Modul mit einer Lernstunde. Das Thema, kann man sich vorstellen, war sehr komplex und dann war es auch eben die Herausforderung, diesen Lerninhalt praxisnah und wissenschaftlich, entsprechend mit dem wissenschaftlichen Anspruch, auch in diese erstmal 60 Minuten zu implementieren. Aber wie gesagt, das Thema ist damit noch nicht abgedeckt natürlich, sondern es sind weitere Module in Planung bzw. in der Realisierung. Ja. Ihr habt euch was Tolles einfallen lassen, was die Jury auch überzeugt hatte. Wenn der Lerner mit dem E-Learning konfrontiert ist, ist er manchmal doch so ein bisschen einsam, alleine mit dem Screen und muss sich dann selbst motivieren. Ihr habt eine Selbsteinschätzung eingeführt, die auch später wieder eine Rolle spielt. Können Sie uns dazu etwas sagen? Ja, die Selbsteinschätzung am Anfang dient dazu, den Lerner zum einen, also psychologisch gewissermaßen abzuholen, dass man den Eindruck hat, jawohl, dieses, also es ist jetzt was auf meine Situation und auf meinen Wissensstand passt. Und dazu gibt es dann unmittelbar danach ein Feedback, was so lautet wie, Sie bringen bereits viele Kenntnisse mit, aber es wäre sicher nicht schlecht, wenn Sie auch noch das eine oder andere und so. Und es wird dann auch später im Fortgang darauf noch eingegangen. Wobei wir natürlich am Schluss alle einen Test haben, also eine Latte, über die alle springen müssen. Und deswegen die Lerninhalte jetzt nicht so angepasst sind, dass jemand die Selbsteinschätzung super abgegeben hat am Anfang. Dann
das Lernen, also das WBT nicht mehr absolvieren muss, sondern er wird natürlich auch nach wie vor noch mit den entscheidenden Inhalten konfrontiert. Letzte Frage, ist ein weiterer Rollout in Planung, wenn ihr jetzt die Lernzielgruppe mit 1000 Ärzten adressiert habt? Ja, wir beobachten das, wir sind sehr, haben große Ohren in Bezug auf die Rückmeldung. Anne Mittrup hat schon gesagt, es ist ein zweites Modul jetzt auch in Produktion. Und es gibt die Möglichkeit, über den Campus den Ole Campus von der Firma Qualitus auch das WBT extern zu nutzen. Ihr habt ja sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiter als NGO. Das trifft natürlich auch andere Organisationen zu, wie zum Beispiel ja auch das Deutsche Rote Kreuz. Da ist ja auch unterschiedliche Expertise, die sind ja auch dezentral organisiert zum Thema E-Learning. Gibt es da auch einen Austausch unter NGOs? Nein, bislang noch nicht. Und es ist auch so, dass das, was für Ehrenamtliche spezifisch attraktiv ist, ist noch nicht unbedingt auf unserem Malteser Campus in webbasierte Trainings gefasst. Aber wenn es da entsprechende Inhalte gibt und Interesse, dann gibt es die Möglichkeit, auch da über den Ole Campus Zugriff zu haben. Ja, das hört sich in der Zukunft an. Vielen Dank. Ein Applaus für unsere Preisträger und lasst uns für ein Pressefoto hier noch zusammenkommen.